Hallo, ich bin Tobias von Cogia und heute spreche ich mit euch über Textmining. Online-Erhebungen, Fragebogenaktionen und Telefoninterviews enthalten eine Unmenge an Daten zu unseren Kunden, welche Meinung diese über unsere Produkte haben. Doch diese Daten auszuwerten, kann extrem zeit- und besonders kostenintensiv sein. Besonders dann, wenn wir den Kunden die Möglichkeit geben, sich frei zu äußern. Dieses Problem können wir mit sogenannten Textmining-Verfahren lösen. Textmining-Verfahren beschreiben statistische und linguistische Verfahren zur Analyse der Inhalte von natürlichsprachlichen Texten. Ich möchte hier genauer auf zwei Verfahren eingehen. Zum einen die Sentiment-Analyse und zum anderen die Klassifikation. Mit Klassifikationsverfahren können wir die Sprache eines Textes erkennen, die Themen, welche sie enthalten, und so hochgradig heterogene und unstrukturierte Daten für uns strukturieren und statistisch auswerten und somit auch die Erkenntnisse aus diesen Texten nutzen. Die Sentiment-Analyse gibt uns Informationen über die emotionale Orientierung des Kunden. Wie steht der Kunde zu einem Produkt, einem Thema, einer Dienstleistung in dem Text? Die Sentiment-Analyse kann auch kontextsensitiv sein, was bedeutet, dass ein Kunde zu einem Thema eine Meinung hat, aber in diesem Thema wiederum sich zu einem Subthema anders äußert. Wir haben hier zwei emotionale Orientierungen zu zwei Themen. Kontextsensitiv können wir dieses voneinander trennen und einzeln analysieren, ohne dabei jemals überhaupt den Kommentar selber gelesen zu haben. So, das waren nun zwei Textmining-Verfahren aus einem Pool von vielen technischen Möglichkeiten, die genutzt werden können. Wenn Sie Textmining in Projekten nutzen möchten, können Sie an sehr vielen technischen Stellschrauben drehen, um das Projekt erfolgreich zu machen. Hier empfehlen wir natürlich, mit einem erfahrenen und kompetenten Partner zusammenzuarbeiten, um das Projekt erfolgreich zu machen.